Denn du bist doch ein Rapper. Nee, wie nennt man das? Rapper? Ja. Was? Na komm. Du machst doch Rap. Ja, Rap. Da wird doch auch gedisst, oder ist das, hast du auch schon mal einen Diss abgelassen? Nein, ich habe mich davon immer distanziert. Ha. Dänemann und die Freie Radikale. Yeah. Ich war cool von Anfang 20 bis, ach, lassen wir das. Du kannst nichts verkaufen, was du nicht hast. Jeder mustert aus, wenn das Raster nicht passt. Schuster, bleib bei deinem Hustle, ist fast so was wie ne Lass. Lassen wir das jetzt, endlich mal starten. Und lassen wir das uns ständig beraten. Ihr kennt die Zutaten, Sprit und Handy gut haben. Und dann wird wie üblich ganz gemütlich auf Veränderung warten. Zu abstrakt? Na komm, ich render die Daten. Es gilt, alle Mechanismen zu verdrängen, die wir haben. Und sein Glück nicht mehr auf Händen zu tragen. Darum drück ich jeden Abend meinen Dänemann-Button. Der löscht und resettet mir die Festplatte, wenn ich vom Weltretten zu viel Stress hatte. Ganz normales Superheldenschutzprogramm kommt ob kurz, ob lang, halt immer auf die Nutzung an. Eine simple kleine Akupressur, bis die Nackenwirbel knacken. Ja, yeah, die Kacke ist nur, dass man Nachtschweiß kriegt und mahlende Zähne. Aber wo gehobelt wird, da verfallen die Pläne. Okay, der Knopf kann einen vom Scheiß befreien. Wie K.O.-Tropfen auf den heißen Stein. Manchmal schimmern noch zwei, drei Erinnerungen rein. Oder Stimmen, die schreien, dass wir nicht für immer jung bleiben. Aber scheiß auf all die anderen. Ich war früher schlauer. Früher wusste ich, was ich wusste. Hat genügend Power. Doch all der schöne Schein, ja, der trügt auf Dauer. Gott sei Dank hab ich einen Knopf für das Auer. So, jetzt noch schnell das Ende berappen. Finde auch du deinen Dänemann-Button.